Hi zusammen, ich habe hier das neue Apple iPhone 6 und ja, das Gerät wollte ich einfach mal kurz ein bisschen zeigen und natürlich auch mal ein bisschen zeigen, was dabei ist überhaupt. Und da ist es jetzt hier in dem Fall noch in der Verpackung. Aber dann nehmen wir es natürlich direkt mal raus. Ne? Das ist hier nochmal ein bisschen schwierig. So. So, hier haben wir dann auch direkt schon mal das Gerät. Das legen wir jetzt einmal fix zur Seite und schauen nur einmal kurz hier in die Verpackung rein. Wir haben hier einmal die EarPods mit dabei, also sprich einmal ein Satz Kopfhörer mit Headset. Natürlich ein Ladegerät mit dabei, auch ganz schlicht in weiß gehalten. Und letztlich hier noch das Lightning-Kabel, also zum Laden und Daten übertragen und so weiter. Ja, ansonsten viel mehr ist hier schon gar nicht mehr in der Packung drin. Hier ist nur noch so ein bisschen Zettelkram letztendlich. Ja, also hier noch der SIM-Karten-Pin einmal in dieser Pappverpackung und letztlich hier noch so ein bisschen Material, so ein bisschen Erklärung zum Gerät, Kurzanleitung und so weiter. So, das kann man auch mal alles zur Seite legen hier. Das brauchen wir nicht. Denn natürlich interessiert uns am meisten das Gerät selbst. Einmal hier die Folien runter. Zack. Und wie man jetzt hier schon sieht, wir haben jetzt hier die Version in Space Grau oder Space Gray, wie auch immer man es nennen möchte, mit 128 GB Speicher. Und ja. Schauen wir einfach mal von der rechten Seite aus. Wir haben hier einmal den Power-Button, hier den SIM-Karten-Einschub. Also hier hat eben das Loch, womit man mit dem kleinen Pin den Schlitten rausdrücken muss. Auf der Oberseite haben wir sonst nichts weiter. Das ist einfach nur die blanke Alukante. Dann auf der linken Seite, da haben wir schon ein bisschen mehr. Wir haben hier einmal die Lautstärke-Wippe und den Display-Lock und so weiter. Also hier den kleinen Schieber. Auf der Unterseite haben wir dann hier einmal den Klinkenanschluss, wir haben hier ein Mikrofon, den Lightning-Anschluss und den Lautsprecher. Und hier sieht man auch schön die Ringe an der Seite, wo eben die Antennen langlaufen. Also hier wirklich an diesen Kunststoffeinfassungen im Alu, da laufen dann auch die Antennen lang für WLAN, für UMTS und so weiter. Ja, auf der Rückseite die Kamera, die hier so leicht raussteht. Ja, ein Punkt, über den sich viele wieder geärgert haben, eben. Einfach weil jetzt hier wirklich so ein knapp 1,5 mm raussteht. Dann haben wir den zweifarbigen Dual-LED-Blitz, noch einmal ein Mikrofon für die Videoaufnahmen und das war es an sich auch schon, was für Außensehen. Natürlich an der Front hier unten noch der Home-Button mit dem Touch-ID-Sensor, also dem Fingerprint-Sensor. Hier oben noch die Hörmuschel, diverse Sensoren und Frontcam sieht man jetzt hier oben leider wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Die sitzen hier halt hinter dem Glas. Ja, das Ganze hier vorne. Auch alles schön abgerundet, also wir haben keine harten Kanten oder so hier am Gerät. Auch die ganzen Seiten sind jetzt nicht mehr glatt, sondern abgerundet. Wobei ich allerdings finde, es liegt zwar ganz gut in der Hand, ne? Also man so von der Breite her und alles kann man sehr gut halten, aber für meinen Geschmack ist es einfach wirklich zu dünn. Ja, also es ist einfach hier, der Rahmen ist für mich, also das Gerät könnte einfach nochmal 2 mm dicker sein, einfach damit es ein bisschen angenehmer in der Hand liegt, aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. So. Schauen wir uns mal das Display an. Wir haben hier das Retina HD-Display, also nicht die Full-HD-Version, sondern die etwas geringer auflösende Version, weil es eben jetzt nur in Anführungszeichen das iPhone 6 ist und nicht das 6 Plus. Und ja, ich habe jetzt hier noch nichts drin. Wie gesagt, ich habe es gerade aus der Packung genommen und nur einmal fix eingeschaltet. Also wir sind jetzt hier noch bei der Ersteinrichtung. Da sieht man jetzt noch nicht so viel. Aber man kann schon sehen, wir haben einen sehr, sehr gute Blickwinkel, wie man es von Apple gewohnt ist. Natürlich jetzt hier mit dem Licht ein bisschen schwierig. Ja, also aus allen Winkeln kann man es immer noch wunderbar ablesen. Wir haben keine Farbinvertierungen, es gibt keine Fleckenbildung oder ähnliches, wie man es teilweise von manchen Displays kennt. Also, naja, gut, hier passiert auch nichts beim Home-Button. Naja, funktioniert jetzt leider noch nicht wirklich viel, weil es eben noch nicht eingerichtet ist. Aber ich denke, für den ersten Eindruck reicht das auf jeden Fall, dass man hier so einen Eindruck vom Gerät kriegt. Die Tasten übrigens relativ starker Druckpunkt, also man merkt sehr, sehr deutlich, ob man gedrückt hat oder nicht. Man muss dafür aber auch, wie ich finde, relativ stark drücken, damit eben hier was passiert. Also so ein leichter Druck bringt da eben nicht viel. Gut, soviel erstmal zum Apple iPhone 6 und dann bis zum nächsten Mal.